starke KI oder schwache KI? Wissen Sie gar nicht, was das ist? Kein Problem. Schauen Sie sich einfach das Video davor an, da haben wir das ein bisschen erklärt. Ich möchte jetzt darüber reden, wie sich die schwache KI in der Industrie 4.0 durchsetzen wird oder auch nicht. Pro und Contra, los geht's. Im ersten Schritt sollten wir uns klar machen, und das ist etwas sehr Positives, dass die KI es aus dem Elfenbeinturm in die Fabriken geschafft hat. In den 80er Jahren wurde sehr intensiv geforscht, es wurde aber häufig nicht in den Industrien ausprobiert, weil es entweder zu teuer war, ja, oder weil der Nutzen einfach zu abstrakt war. Man wusste nicht, wozu man dieses Science-Fiction-Ding künstliche Intelligenz einsetzen wollte. Heute ist das anders. Dank Moore's Law haben wir jetzt superschnelle Computer, die es eben gerade möglich machen, umfangreiche Operationen, welcher für den Aufbau von neuronalen Netzen absolut notwendig ist, durchzuführen. Ebenfalls ist das Wissen von vielen Forschern endlich in der Industrie angekommen über spezialisierte Studiengänge wie zum Beispiel Data Science. Das führt dann natürlich dazu, dass laut den US-amerikanischen Markenexperten von BBC Research der Umfang des Gesamtmarktes für Computer, Roboter oder Maschinen mit Intelligenz derzeit bei rund 7,4 Milliarden US-Dollar liegt. Das ist eine Menge Geld. Und bis 2021 soll das auf 15 Milliarden US-Dollar anwachsen. KI? Ist also definitiv in der Industrie schon angekommen. Was auf der anderen Seite dagegen oder gegen den flächendeckenden Einsatz spricht, ist, dass Lernen auch immer bedeutet, Fehler zu machen. KIs müssen Fehler machen, um sich weiterentwickeln zu können, ganz nach dem Prinzip Try and Error. Obwohl nun viele Datenpunkte in den teilautomatisierten Fabriken vorhanden sind, ja, wollen das natürlich viele Vertriebsleiter nicht. Viele Werkleiter haben Angst davor, dass dann zum Beispiel Überschuss produziert wird, den sie nicht verwenden können, was faktisch passieren wird. Naja, aber es ist trotzdem wichtig für die Maschine. Das ist natürlich heikel, weil hier ein Spannungsverhältnis entsteht zwischen dem, was man aktuell braucht und was man sich in der Zukunft wünscht. Deswegen sind viele Industriekenner auch pessimistisch, dass KI sich wirklich in einem großen Umfang in Werkshallen durchsetzt. Auf der anderen Seite, und das spricht wieder dafür, sind parallele Lernprozesse durchaus möglich. Bestimmte, für die Produktion nicht zentrale Prozesse können parallel durchgeführt werden, indem diese von Menschen weiter kontrolliert werden und während des Maschinenbetriebs trotzdem Daten in die Maschine eingepflegt werden. Beispiele wären Mustererkennung oder vorausschauende Wartung. Das sind keine zentralen Prozesse, die zur Produktion notwendig sind, sondern hier ist es so, dass KIs auch durchaus was lernen können und durch die Sensorikdaten von anderen Maschinen gefüttert werden und ja, dadurch bessere Vorhersagen treffen können, die immer wieder von menschlicher Hand am Anfang abgeglichen werden müssen. Es geht natürlich. Wichtig dafür das Investment und die Zeit. Ich möchte an dieser Stelle jetzt nicht zu viel verraten. Vielleicht sind Sie, das hoffe ich zumindest, auf den Geschmack gekommen, dass Sie Spaß an dieser Diskussion haben. Dann möchte ich Sie ganz herzlich einladen zu einem Expertenwebinar von Fujitsu am 24.05. mit dem Thema Künstliche Intelligenz, die nächste Evolutionsstufe für Industrie 4.0. Dort diskutieren IoT-Experten, was realistische Anwendungsszenarien sind von KI in der Industrie und was auch nicht. Ich glaube, das Reinschauen lohnt sich für alle die, die sich für Industrie interessieren oder in dem Bereich arbeiten. Ich werde auf jeden Fall da sein. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Ihr Julian Staudt.